Grüß euch bei einer neuen Folge von der Open Couch beim Brixental TV. Wir sind heute nach Würgl gegangen zu einem Unternehmer, der aus Hopfgarten kommt, der Schmied Hans-Peter. Er ist Kupferschmied, hat das von seinem Papa gelernt und hat sich jetzt aber mit seinem Betrieb in Würgl niederlassen, aus Platzgründen großteils. Ja, und den gehen wir heute besuchen. Also bitte, kommst du mit einer. Thomas, servus. Servus, Hans-Peter. Grüß dich. Wie geht's dir? Danke, gut. Dir? Wunderbar. Setzen wir uns, haben wir ein kleines Gespräch. Gut so. Hans-Peter, du bist ausgebildeter Kupferschmied. Ja. Und bist eigentlich in Hopfgarten geboren und hast dich jetzt in Würgl niederlassen und da deinen Betrieb aufgebaut. Ja, der Betrieb ist eigentlich in Hopfgarten gewesen von meinem Vater. Ja. Von 1960 an. Und ich habe dann in Hopfgarten schon angefangen, aber da haben wir dann räumlich ein bisschen beengte Verhältnisse gehabt und dann bin ich nach Würgl gegangen. Da habe ich noch mehr Platz gehabt. Aber ursprünglich war der Betrieb zuerst einmal in Hopfgarten von meinem Vater. Das heißt, der Kupferschmied in zweiter Generation oder ist das schon? Zweiter Generation, ja. Hast du viel gelernt vom Papa? Oder? Ja, sicher. Natürlich, ja. Alte Schmied. Klar, klar, die ganzen Tricks habe ich vom Papa und das andere. Ja, das hast du selber. Genau, ja. Was produziert ihr so hauptsächlich? Oder? Wir produzieren in erster Linie Apparate, also in erster Linie Schnapsbrennkessel, dann auch ein bisschen was Kochkessel, also Marmeladekochkessel zum Großteil und dann für die Weihnachtsmärkte oder eben für die Gastronomie so ein bisschen Glühweinkessel, Glühweinsachen, Feuerzangen, Bohlekessel, also alles, was ein bisschen ein Gesicht haben soll. Ja. Eure Kunden oder deine Kunden kommen großteils auf Tirol oder international? Nein, also speziell beim Schnapsbrenner müssen wir uns schon ein bisschen streuen. Also da ist es eigentlich schon fast mal weltweit auch vielleicht übertrieben. Wir haben schon vereinzelt Anlagen auch sogar Übersee geliefert, aber so in erster Linie ist es Österreich und Deutschland. Und jetzt fängt schon langsam auch ein bisschen Südtirol. Ja. Geht ja. Das ist alles auf Schnapsbrennen. Das ist Schnapsbrennen, ja. Die anderen Sachen, die sind auch eher lokale Geschichten, oder? Nein, die Glühweinkessel, das geht interessanterweise in erster Linie Deutschland aus. Deutschland, deutscher Weihnachtsmarkt ist eigentlich schon fast eine Marke. Es gibt eigentlich in alle größeren deutschen Städte gibt's große Weihnachtsmärkte, das ist draußen ein Riesenthema. Und der deutsche Weihnachtsmarkt, der hat ein bestimmtes Aussehen, also soll ein bestimmtes Aussehen haben. Also die legen da großen Wert, auf viel mehr als bei uns. Bei uns fängt es jetzt erst an, dass man ein bisschen auf Optik und auf Ausschau Wert legt und auf Flair. Und draußen ist das, gewaltig. Also Nürnberg zum Beispiel ist auch einfach der bekannteste Christkindlesmarkt in Nürnberg. Ja, da war ich mal. Die sind ja sehr gestylt. Ja, also das tut schon teilweise fast weh, so bei dir. Mit den Leichten und so weiter. Ja, die starten wir dann aus und versuchen natürlich da optisch, das ist eigentlich bei den Glühweinkessel, bei den Feuerzangenbohlekessel, da geht es wirklich um die Optik. Die müssen richtig schreien. Die müssen top ausschauen. Und das ist wichtig. Das heißt, man könnte jetzt rein theoretisch auch mit der Zapfanlage Glühwein verkaufen, aber grundsätzlich machen die auch nur durch das, dass sie es eben mit schönen, großen Glühweinkessel aus Kupfer machen und dass sie es eben ausschöpfen und nicht mit der Zapfanlage ausschenken. Durch das haben die teilweise bis zu 40-50% mehr Umsatz. Ja, nur für den Nutzen. Nur weil die Leute einfach da gerne hingehen, weil sie es einfach gerne anschauen. Ja. Du bist der Schnapskenner. Wir haben da, weil wir uns persönlich gut kennen, auch schon ein paar Mal bei dir was probiert, was du selber beim Brenner bist. Wie viel macht die Anlage aus für die Qualität von Schnaps und wie viel ist das Wissen? Oder kann man das überhaupt so trennen? Wahrscheinlich spielt das ja Hand in Hand. Ja, also das Wichtigste beim Schnapsbrenner ist einmal sicher die Frucht selber, also das Obst. Weil ich kann, wenn ich halt ein schlechtes Obst habe, ein verunreinigtes Obst habe, ein Obst mit wenig Zucker oder eben einfach ein unausgereiftes Obst habe, dann kann ich nicht erwarten, dass eine Schnapsbrennanlage, und wenn es nur so eine Top-Anlage ist, da ein Wunderwasser macht. Das wird wahrscheinlich nichts Gescheites werden. Also man muss natürlich schon da einmal schon anfangen. Das ist die Basis. Also ich würde sagen, 60-70% ist auf jeden Fall
die Frucht. Ja. Fruchtauswahl, sauberes Obst. Und eben interessant ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte, ist ja, dass, aus was man alles einen Schnaps machen kann, diese ganzen interessanten Früchte, die wahrscheinlich ohne Schnapsbrenner, man kann das schon fast behaupten, teilweise ausgestorben waren. Mhm. Der Schnapsbrenner ist ja bis zu einem gewissen Grad auch Kulturlanderhalter. Ja. Und auch Erhalter von alten Obstsorten, mhm, weil es gibt halt einfach Früchte, die sind für den direkten Genuss nicht unbedingt von ja, großem Wert, aber beim Schnaps ergeben sie eine wahnsinnig tolle Geschichte und die waren halt wahrscheinlich längst da schon umgeschnitten worden. Mhm. Wenn es Kirchhal oder solche Geschichten, die wusste wahrscheinlich kein Mensch, wenn man es nicht zum Schnaps verarbeiten kann, benutzen. Die wussten es halt alles umschneiden und damit gehen die ganzen schönen Obstanger verloren. Ja. Weil das ist das, was ich mache mit Kulturland. Also wenn halt ein Bauernhof einen schönen Obstanger hat mit der Streuobstwiese vorne drauf, wo bunt gemischt Apfel, Birne, Zwetschge, Kirsche, was halt bei uns so also wächst, oder in Niederösterreich oder Oberösterreich, da wachsen halt noch die Marünen zum Beispiel. Also, und diese Streuobstwiesen, die ja eben auch Kulturland ist, genauso wie Almwiesen, die würden halt auch alle verloren gehen. Weil die Leute sagen, die gehen mir am Weg um die Bäume, da können wir den Rosenmäher besser durchfahren, wenn die Bäume weg sind, schneiden wir es alle um. Nicht? Und deswegen ist das auch ganz wichtig. Also das ist einmal die Basis. Die Basis ist sicher die Frucht. Und die Anlage ist dann natürlich auch wichtig. Klar, eine Anlage muss so gebaut sein, dass sie das, was eine tun wird, nicht verschlimmbessert, nicht? Dass es einfach das wirklich auch gut umbringt. Ja. Und das zu einer halbwegs erträglichen Zeit. Und was heute natürlich auch wichtig ist in der heutigen Zeit, mit einem halbwegs erträglichen Komfort. Also, dass ich nicht ein riesen Gefrett habe bei der Arbeit und einen Haufen Zeit investiere und womöglich sogar noch gefährlich werde, sondern dass das einfach alles komfortabel und sauber und sicher vonstatten geht. Und da versucht man natürlich dann vernünftige Anlagen zu bauen. Warum Kupfer? Kupfer und Frucht? Warum ist Kupfer da das edlere Metall für die Sachen? Kupfer ist bei der Schnapsbrennerei, kann man es nicht aufs Kupfer verzichten. Das ist also unverzichtbar, weil es bei der Vergärung, man tut ja die Frucht vergären lassen, dass also Alkohol entsteht. Also aus dem Zucker der Frucht entsteht durch die Vergärung mit Hilfe von Hefe entsteht Alkohol und dieser Alkohol wird destilliert. Als Nebenprodukt entstehen aber leider Schwefel-Wasserstoff-Verbindungen bei dieser Vergärung. Und das würde kein Kupfer da sein oder zu wenig Kupfer da sein, dann würden diese Schwefel-Wasserstoff-Verbindungen mitdestilliert, also nicht nur mitdestilliert werden, sondern mitverdampft werden und in mein Destillat hineingeraten und dann im schlimmsten Fall fangen wir an, wie ein faule Eier stinken, der Schnaps. Ja. Und der Kupfer. Das Kupfer bindet es. Ja. Kennt man ja, wenn ich mit einem Kupferring, weiß nicht, früher hat es Leute gegeben, die haben einen Kupferabhandel getragen, und wenn ich dann in eine Schwefelbad gegangen bin, dann war ich schwarz. Ja. Weil das hat natürlich den Schwefel aufgenommen. Und das heißt, Kupfer bindet den Schwefel und somit habe ich diese Verunreinigung nicht im Destillat. Das ist die eine Verunreinigung. Die zweite ist aus dem Steinobst, Kirsche, Zwetschge, Marille. Da diffundiert aus dem Stein Blausäure, Cyanid. Und das war natürlich auch nicht so gut, wenn das in meinem Destillat ist. Vor allem gibt es da Grenzwerte, die man einfach einhalten, speziell wenn man gewerblich arbeitet, muss man da gewisse Grenzwerte einhalten. Ein gewisser Stein, ein gewisser Steinton ist okay, weil der sorgt für so einen leichten Bittermandelton im Destillat. Also bei Stein, bei Kirschwasser zum Beispiel, merkt man so einen Bittermandelton, aber das soll eher dezent sein. Also man will da nicht so einen extremen Bittermandelton. Ja. Und das Kupfer bindet Cyanid. Nur mal zurück zum Schnaps, weil wir uns da mal privat unterhalten, Aromastoffe, oder man redet eigentlich relativ viel. Da wird eigentlich viel getrickst mit Aromastoffen, um einen stärkeren Geschmack in den... In der Industrie sowieso. Ja. Ich glaube, der kleine Schnapsbrenner, weil der oft einmal die Frage kommt, ja, wie kann ich mir als kleiner Schnapsbrenner, als kleiner Streuobstbesitzer, der so ein bisschen meinen Schnaps so unter die Leute bringen möchte, wie kann ich mich da gegen die Industrie behaupten? Es ist eigentlich relativ einfach. Man muss einfach sagen, das, was da in dem Flaschel drinnen ist, das ist da draußen auf dem Baum draußen. 1:1, 100% der Baum, also die Frucht des Baumes ist da drin. Ja. Die Industrie arbeitet natürlich anders, die Industrie produziert Neutralalkohol zum Großteil, also einfach,
Da wird einfach aus Getreide, aus Mais, aus Kartoffeln Neutralalkohol erzeugt, der keinen Geschmack hat. Und dann kommt Marille oder Birne da rein. Ja. Und der Schnaps hat dann noch nie einen Marillen gesehen. Ja. Und hat Kopfschmerzqualitäten, oder? Das ist wieder anders. Ja. Wobei Kopfschmerzen, diese Aromen erzeugen, sind immer nicht Kopfschmerzen, aber also Qualität ist das bis zu einem gewissen Grad kann ich nicht, weil ich habe im Prinzip ein künstliches Produkt und das eine ist ein Naturprodukt, ein reines Naturprodukt. Ja. Und der Schnapsbrenner muss nur aufpassen, dass er halt sauber arbeitet. Da gibt es ja, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber da gibt es natürlich schon Dinge, die man einhalten muss, damit man eben keine Giftstoffe reinkriegt in das Destillat. Und wenn er da aufpasst, dann ist es eigentlich auch so, dass man in Maßen genossen, das heißt, wenn man es als Genussmittel sieht, dass man auch nicht den nächsten Tag seinen Kopf hat. Mhm. Das ist eigentlich ein Genussmittel. Also Schnaps sollte niemals wie ein Kaffee halt auch. Ich sehe das wie ein Kaffee oder wie von mir aus eine gute Zigarren, keine Ahnung, sowas halt. Ein Genussmittel halt nicht. Ja. Schnapsverkostung, wann probieren wir an? Probieren wir an? Ja, wann probieren wir bitte. Willige dabei, oder? Willige dabei. Ja. Ah, warte mal, das ist, da ist der Willi. Probieren wir den einmal. Ich habe ihn selber noch nicht gekostet, also ja. Ich kriege von Kunden, aber... Ja, das sind praktisch jetzt Schnäpse, die Kunden von dir gemacht haben und als kleines Dankeschön für... Zum Beispiel, ja. Oder sie wollen einfach mal vielleicht auch meine Meinung hören oder so. Ja. Aber ja, das sind von Kunden und das ist jetzt, wie gesagt, schauen wir mal. Wunderbar. Ich glaube... Will der Kameramann auch einen? Der Kameramann, glaube ich, trinkt auch einen Schnaps. Alter. Dann machen wir drei, oder? Ja. Ein Willi ist das, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ja. So. Machen wir noch einen. Ich habe sie halbwegs gerecht verteilt. Den habe ich jetzt gut von einem. Das ist da Steiermark. Steiermark. Schauen wir mal. Zum Wohle. Zum Wohle, Prost. Gib mir vielleicht einen kleinen Tipp, jetzt vom Geschmack her. Ein bisschen zu wenig Aroma hat er. Zu wenig Aroma? Ja. Was würdest du dem Mann dann empfehlen? Vielleicht ist die Frucht wenig reif gewesen. Oder bei der Williams ist ja, das darf ich natürlich den Namen nicht einblenden, müssen wir den Namen weg dran. Weil normalerweise die Spitzen-Williams, die was jetzt wirklich prämiert sind, was Medaillen, also Goldmedaillen kriegen, da ist wirklich so, wenn du das Glas da hinstößt und das steht ein paar Minuten da, dann meinst du da drin, also steigen Williams-Birnen. Mhm. So kommt das. So kommt das Aroma. Richtig. Und das ist aber ein natürliches Aroma. Das ist jetzt da in dem Fall nicht. Entweder ist er zu alt, weil Williams hat ein Problem, die baut relativ schnell an. Das heißt, die bleibt nicht lang, so wie jetzt ein Kirschen oder ein Stwetschgen kann ich nach 10 Jahren noch trinken. Mhm. Bei der Williams ist das nicht so. Ja. Wobei, ich glaube, dass die von Haus aus wahrscheinlich vielleicht zu klein eingemeischt worden sind. Also zu wenig reif. Aber wie gesagt, Williams, ich möchte mich da auch nicht ummaßen, da jetzt als der große Experte darzustellen bei der Williams, weil die Williams ist ein bisschen eine schwierige Frucht. Weil die ist so, wenn du die übernimmst vom Baum, dann ist sie eigentlich schon, sollte es eigentlich schon im Schnapssinn sein. Nicht? Das ist schwierig. Aber er ist soweit sauber, also kein Vorlauf, keine Schadstoffe drin, der ist sicher blitzsauber. Ja. Aber es sollte vielleicht ein bisschen mehr Aroma sein. Aber wie gesagt, mit denen jetzt den Namen habe, ich möchte da niemanden. Wunderbar. Interessante Ausführungen. Ne? Hat mich gefreut, dass man die heute besuchen haben dürfen, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass das alles weiterhin so gut funktioniert. Danke. Ja, Dankeschön. Auch. Und bei euch, liebe Zuschauer, möchte ich mich auch wieder bedanken, dass ihr bei uns eingeschaltet habt, bei der Open Couch. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch auch, für mich auf jeden Fall. Ich kenne mich beim Schnaps nicht so gut aus, obwohl ich ganz gerne mal einen trinke. Aber ja, ich glaube, das war ein interessantes Gespräch. Und ich hoffe, dass nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Open Couch. Dankeschön.